Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich möchte vor allem meinen Dank aussprechen, meinen Dank den Betroffenen und den Angehörigen, die in den letzten Jahren trotz dieser Krankheit es geschafft haben, Druck aufzubauen, Druck auf uns alle, Druck auf die Politik, damit sich endlich was für sie in ihrem Leben ändert. Und das ist deswegen so etwas Besonderes genau bei dieser Krankheit, weil es eben Teil der Krankheit ist, entkräftet zu sein. Teil der Krankheit ist, nicht mehr so viel machen zu können, wie man gern wollte. Und wenn man diese Kraft dann noch opfert, um sich tagtäglich seit Jahren einzusetzen, damit sich was ändert, dafür gebührt Ihnen großer Dank und große Anerkennung. Auch heute draußen auf der Wiese waren wieder Betroffene gewesen und ihre Angehörige, um zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir versprechen Ihnen, wir tun alles, damit sich was für Sie in Ihrem Leben zum Positiven ändert. Diese Krankheit ist so pervers. Es gibt Beispiele, einige wurden schon genannt. Manche können Tage und Wochen lang nur im Dunkeln sein, weil sie es nicht aushalten, das Licht zu ertragen. Das trifft die Betroffenen, das trifft die Angehörige. Es sind vor allem Jugendliche, junge Menschen. Es sind vor allem übrigens auch Frauen, wie schon eine ältere Studie festgestellt hat. Und das bedeutet, dass diese Krankheit nicht neu ist. Die Linke hat auch erst Corona und die Pandemie gebraucht, um einen ersten Antrag vor anderthalb Jahren einzureichen. Das war noch zu Regierungszeiten, das war noch zu Gesundheitsminister Spahns Zeiten. Damals hatten Sie dem Antrag leider noch nicht zustimmen können. Ich bin Ihnen aber trotzdem dankbar, liebe CDU/CSU, dass Sie jetzt zumindest auf den Druck der Betroffenen reagieren, dass der Druck jetzt wirkt und Sie jetzt einen eigenen Antrag eingereicht haben, den wir als Linke auch unterstützen. Und damit geht meine Worte auch an die Regierung, dass Sie jetzt tatsächlich die Forderungen mit übernehmen, dass Sie jetzt in den Anhörungen im Ausschuss dafür sorgen, dass sich wirklich etwas ändert. Ich meine, wenn die CDU, CSU und die Linke eine gemeinsame Position vertreten, dann ist das entweder ideologisch verquer oder es ist Einsicht in die Notwendigkeit. Ich würde bei dem Thema Letzteres vermuten. Deswegen werden Sie auch mittätig, handeln Sie. Ich erinnere daran, dass der Gesundheitsminister Lauterbach, glaube ich, deswegen Gesundheitsminister geworden ist, nicht wegen seiner tollen Krankenhausmanagementfähigkeiten, sondern weil er in der Pandemie wohl teilweise richtige Aussagen getätigt hat. Und ich muss sagen, was MECFS angeht, ist er seinen Versprechen bisher viel schuldig geblieben. Es wurden 100 Millionen Euro in der Forschung versprochen. Ein deutschlandweites Netzwerk sollte laut Koalitionspapier aufgebaut werden. Das wurde jetzt verschoben. Andere wurden damit beauftragt. Es ist noch einiges zu tun. Und es wäre nötig und möglich, auch auf Bundesebene was zu tun. Wir müssten die Pflegepolitik ändern, um den Menschen zu helfen. Wir müssten in die Forschung investieren. Wir müssten auch das sozialpolitische Gefüge ändern, um den Betroffenen, die auch teilweise noch arbeiten können, eben dort zu unterstützen, dass sie die Tage, die sie arbeiten können, auch arbeiten können. Dazu sind Änderungen möglich. Dazu gehen wir gemeinsam ins Gespräch. Ich ende mit einem Brief von einem Betroffenen vom 12-jährigen Jakob, der endet damit, dass er sagt, ich zitiere und ende mit dem Erlaubnis der Ministerin. Nee, das bin ich nicht, aber vor allen Dingen ist die Redezeit um. Das heißt, vielleicht lesen Sie sich den ganzen... Ich lese nicht die ganze Seite vor, keine Sorge. Er findet es klasse, dass es heute hier Thema wird. Und er sagt, seine Eltern haben aber auch gesagt, dass vielleicht manche Abgeordnete dagegen sind und ich dann vielleicht keine Hilfe bekomme. Das kann ich nicht glauben, denn warum sollten das Politiker nicht wollen? Ich bitte Sie daher von Herzen um Unterstützung, weil ich mir nicht so sehr wünsche, als endlich wieder mein normales Leben zu haben. Ich bedanke mich für seinen Einsatz, für Ihren Einsatz und für die gemeinsame Diskussion. Dankeschön. Lars Lindemann hat das Wort für die FDP.